Zeit für etwas, das wir gerne den Männerschwarm Montag nennen wollen. Und heute geht es um Johnny Depp. Johnny dreht momentan in Boston, wo seine Verlobte Amber Heard ihn am Set besuchte. Und ja, selbst mit Halbglatzenperücke und auf alt geschminkt ist er immer noch unser Schwarm. Johnny ist ein Schwarm, seit er 1984 ins Geschäft einstieg und scheint seitdem kein Tag gealtert zu sein. Johnny fiel immer durch seinen exzentrischen Style auf. Getönte Gläser, seine Hüte oder seine Tattoos, das alles gehört dazu. Und es hilft ihm, ins Bild zu passen, wenn er zum Beispiel mit Aerosmith auf der Bühne steht. Ganz egal, ob mit langem Haar und Bart oder frisch rasiert. Denn er wurde von People Magazine zweimal zum Sexiest Man Alive ernannt. 2003 und 2009. Sein Aussehen passt zu seinem Herzen. Johnny ist dafür bekannt, dass er als Captain Jack verkleidet in Kinderkrankenhäuser geht. Und im Jahr 2006 wurde er dafür ausgezeichnet, dass er sich so sehr für das Wohlergehen von Kindern einsetzt. Was könnte man nicht an ihm lieben?